Diese zweitletzte Sitzungswoche in der 18. Legislaturperiode ist in unserer Fraktion natürlich geprägt durch den Tod von Helmut Kohl. Wir werden heute in der Fraktionssitzung an ihn denken und wir werden ihm vor allem danken für viele wunderbare, gute Jahre für unser Land, für die deutsche Einheit und für dieses Europa. Und wir fühlen uns seinem Vermächtnis verpflichtet, uns um Europa zu kümmern. Und das wird auch ganz konkrete Auswirkungen haben, wenn wir an die Brexit-Verhandlungen denken. Natürlich ist es klar, wer entschlossen ist zu gehen, kann nicht so behandelt werden, wie wenn er geblieben wäre. Und deswegen werden wir natürlich die Brexit-Verhandlungen entsprechend führen. Aber klar ist auch, wir wollen auch in Zukunft ein gutes Verhältnis zum Vereinigten Königreich. Die Briten sind nach wie vor Mitglied in der NATO. Sie sind für robuste Einsätze immer wieder bereit, zu robusten Einsätzen immer wieder bereit gewesen. Also wir werden uns bemühen, mit Großbritannien entsprechende Verhandlungen zu führen. Wir, das ist die Kommission in Europa, nicht Deutschland, aber wir werden dies entsprechend begleiten. Wir haben uns in der Koalition darauf verständigt, dass wir den Umzug in Anführungsstrichen der Bundeswehr von Incirlik nach Jordanien begrüßen und unterstützen und betonen in dieser Erklärung, die wir verabschieden, auch, dass natürlich das Recht der Abgeordneten, ihre Parlamentsarmee im Ausland auch besuchen zu können, ein wichtiger Punkt ist und dass wir deshalb aus diesem Grunde auch die Entscheidung der Bundesregierung für richtig halten. Wir haben noch bemerkenswert schwere Kaliber in den nächsten eineinhalb Wochen, also in dieser und in der nächsten Sitzungswoche vor der Brust, die wir noch verabschieden wollen. Da ist einmal das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ich möchte es hier noch einmal ausdrücklich sagen, Facebook und andere sollte nicht zu früh jubilieren, dass wir das nicht mehr hinbekommen. Es ist der feste Wille, dass wir hier das jetzt umsetzen. Erstens, dass die Dinge, die bereits heute gesetzt sind, auch endlich von den Plattformen umgesetzt werden. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, dass wir verlangen, dass ein Beschwerdemanagement eingerichtet wird. Es geht gar nicht in erster Linie um Löschen, sondern darum, dass jetzt endlich mal diese Plattformen ein Beschwerdemanagement einrichten. Man kann nicht Milliarden verdienen und dann so tun, als ob man mit der ganzen Sache nichts zu tun hätte. Ich kann nur hoffen, dass wir dieses schaffen. Wir haben dann noch einen Punkt, der vor allem für die neuen Länder von großem Interesse ist. Die Netzentgelte sind in Deutschland unterschiedlich. In den neuen Ländern sind sie besonders hoch. Und deswegen haben die Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung vereinbart, einheitliche Netzentgelte in Deutschland durchzusetzen. Wir müssen natürlich auch darauf achten, dass die stromintensive Industrie in unserem Land wettbewerbsfähig bleibt. Deswegen haben wir manche Diskussionen geführt. Wir sind allerdings auch begrenzt durch die Europäische Union, die jede Veränderung in einem neuen Beihilfeverfahren prüft. Und deswegen überlegen wir, wie wir jetzt den neuen Ländern die Zusage, die gemacht worden ist, auch einhalten können. Auch dies noch ein schwieriger Brocken. Ich fasse zusammen. Für all diese Maßnahmen, die noch vor uns liegen, hätten wir, wenn jetzt nicht die Legislaturperiode zu Ende ginge, sicher noch Wochen gebraucht. Vielleicht ist der Druck, dass die Legislaturperiode zu Ende geht, hilfreich, um jetzt doch noch zu Ergebnissen zu kommen. Vielen Dank.